Das große hessische Jugendmedienfestival Die Visionale hat in diesem Jahr zum 34. Mal im Frankfurter Gallustheater stattgefunden. Vom 25. bis zum 27. November wurden Medienprojekte aus Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie von Privatpersonen gezeigt. Die Bandbreite reichte von Coding über Games bis hin zu Audios als Hörspiel oder Podcasts. Dokumentationen von Theater, Tanz und anderen kreativen Formaten, digitalen Musikaufführungen, Social-Media-Projekten, Apps und Co. bis hin zum klassischen Filmprojekt. Insgesamt 24 Medienprojekte erhielten am Ende eine Auszeichnung. Die große Vielfalt an kreativen Formaten wurde bereits bei der Pressekonferenz im Vorfeld zum Jugendmedienfestival deutlich. Die Besonderheit ist, dass man tatsächlich nicht nur Filme sieht dieses Jahr, sondern auch digitale Medienformate, die eingereicht wurden, auch dann auf der Leinwand bzw. Bühne sieht. Was genau, da muss man sich ein bisschen überraschen lassen. Es ist mal was mit Robotik dabei, Video, Foto, ist auch mal was mit Musik dabei. Von den Jüngeren bis zu den Größeren, und bei den Größeren ist es zum Beispiel eine virtuelle Ausstellung, die man sich so angucken kann. In der Tat, die Zeiten sind düster, aber bei den Filmen, schaut man auf die Filme, kann man sagen, nicht so düster wie zuvor. In anderen Worten, es hat sich ein bisschen abgeschwächt. Kirsten Koch vom Jugend- und Sozialamt sagte letztens mal, ja, es ist schon heiterer geworden, aber das heißt nicht, dass es heiter ist. Und insofern muss man jetzt auch nicht fürchten, nur deprimierende Filme oder Medien sich anschauen zu können, aber man kriegt schon mit, was draußen in der Gesellschaft, in unserem Alltag, was uns da beschäftigt, und natürlich auch die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Die Visionale wird jedes Jahr gemeinsam veranstaltet vom Filmhaus Frankfurt, dem Gallustheater Frankfurt, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main sowie dem Medienzentrum Frankfurt. Alle Preisträger 2022 sowie die Begründungen der siebenköpfigen Jury finden Sie im Internet unter visionale-hessen.de.